Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Reaktorkatastrophe in Japan. Die Lage im havarierten Atomkraftwerk Fukushima ist nach Angaben von Premierminister Kan weiterhin sehr ernst. Kan entschuldigte sich bei Bauern und Unternehmen für die entstandenen Schäden. Der Reaktordruckbehälter mit hochgiftigem Plutonium in Block 3 der Anlage ist möglicherweise beschädigt. EU zur Atomkraft. Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben in Brüssel einheitliche Stresstests für die 143 Atomkraftwerke in der EU beschlossen. Die Regierungschefs ziehen damit Konsequenzen aus der Atomkatastrophe in Japan. Schnappauftritt zurück. Nach der Affäre um umstrittene Atomäußerungen von Bundeswirtschaftsminister Brüderle stellt der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Industrie Schnappauf sein Amt zur Verfügung. Ihm wird angelastet, dass durch ihn angebliche Äußerungen Brüderles zum Atommoratorium an die Öffentlichkeit gelangt waren. NATO zu Militäreinsatz in Libyen. Die NATO will die Leitung aller internationalen Militäraktionen in und um Libyen übernehmen. Schon in der kommenden Woche sollen sämtliche Einsätze der bisherigen westlichen Koalition gegen Gaddafis Regime unter das Kommando der NATO gestellt werden. Tote bei Protesten. In Syrien reißen die Demonstrationen gegen Präsident Assad nicht ab. Nach Angaben der Opposition wurden dabei erneut mehrere Menschen von Sicherheitskräften getötet. In mehreren Städten sollen sie auf Zivilisten geschossen haben, die gegen die Regierung protestierten.